Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich wollte euch ganz, ganz herzlich daran erinnern, dass morgen um 20 Uhr der Workshop Empfange deinen Wohlfühlwohlstand stattfindet. Dieser Workshop kostet, wenn du live dabei bist, 55 Euro. Wenn du in der Community bist, ist es gratis. Und wenn du nachher die Aufzeichnung kaufen willst, 111 Euro. Warum solltest du unbedingt dabei sein? Weil es darum geht, dass ganz, ganz viele von euch schon super Manifestoren sind und alles manifestiert haben. Es steht quasi vor der Türe. Aber das Empfangen, das wirklich reinzulassen, das Türen aufzumachen, das ist häufig der Grund, warum wir immer noch das Gefühl haben, manifestieren funktioniert nicht, wo sind meine Sachen? Ich bin bereit, ich bin ready, aber es ist noch nicht da. Und genau darum geht es in diesem Workshop, zu erkennen, welche Türen habe ich noch verschlossen, warum sehe ich die Sachen nicht und wie kann ich die Türen öffnen, so dass die Dinge zu mir kommen und ganz, ganz wichtig, bei mir bleiben. SP ist so ein wichtiges Thema, um dieses ganze Prinzip des Manifestierens wirklich zu verstehen und zu erkennen. Denn wie oft haben wir schon einen SP, einen tollen Mann in unser Leben manifestiert und wie oft ist er wieder aus unserem Leben verschwunden. Entweder ist er gegangen, wir haben ihn weggeschickt, es ist völlig egal, wieso er verschwunden ist. Es ist genau das gleiche Prinzip dahinter. Wir manifestieren, wir empfangen kurzfristig. Aber die Sachen sind nicht stabil, sie bleiben nicht und alles verschwindet wieder. Und diese große Angst auch, wenn wir so, so glücklich sind, wenn alles so, so schön ist, die kickt dann automatisch wieder ein und sagt, ja, ja, freu dich nicht zu früh, pass nur auf, gleich ist es wieder vorbei. Und genau durch diese Angst dämpfen wir unsere Energie, dämpfen wir uns selber. Und dann passiert Folgendes, dass natürlich die Dinge, die wir am allermeisten befürchten, stattfinden. Und darüber spreche ich morgen Abend um 20 Uhr, wie du diesen Wohlfühlwohlstand, das heißt Geld, SP, Wohlfühlen in deinem Körper, Wohlfühlen in deinem Leben, diesen sogenannten Bliss wirklich hereinlässt und empfängst und stabil bei dir behältst. Ja, das ist Teil 3 der Masterclass Triologie. Empfange deinen Wohlfühlwohlstand. Und ja, ich freue mich riesig auf dich. Du siehst, ich bin wo ganz anders als du. Ich bin in Indien mit meinem SP. Und es ist ein so grandioses Land. Voll von Überraschungen, voll von Erlebnissen. Ich zeig dir mal so ein bisschen hier den Hintergrund. Es ist ganz eine absolut andere Welt, eine wunderbare Welt. Und ich werde dir natürlich auch übrigens morgen all deine Fragen noch beantworten im Anschluss an die Masterclass. Deswegen unbedingt live dabei sein, dann kannst du mich alles fragen, was dir auf dem Herzen liegt, selbstverständlich. Wir machen zuerst eine Stunde lang Teaching und danach öffne ich unsere Konversation, die wird dann auch nicht mehr aufgenommen, die kriegst du auch nicht, die kriegst du nur, wenn du live dabei bist. Also melde dich ganz schnell noch an für die Masterclass, empfange deinen Wohlfühlwohlstand, Geld, Liebe und alles, was du dir sonst noch wünscht. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich morgen Abend und was soll ich dir noch sagen? Es lohnt sich sowas von, dich zu öffnen. All deine Ängste, all deine Blockaden, all deine Widerstände zu erkennen und loszulassen, damit sich die Türen öffnen für all die Dinge, die schon auf dich warten, weil du bist hier, um das großartige Leben zu leben. Um es zu empfangen, um es zu erleben. Du bist hier für diese Reise. Aus dem Mangel, aus dem nicht gut genug, aus dem menschlichen begrenzten Design, wo du glaubst, dass du dein Körper bist, wo du glaubst, die Realität da draußen wirklich fest und solide ist.
bist du dafür gedacht, in deinen spirituellen Zustand, in deine energetische Welt, in deinen energetischen Mind, aus dem höchsten Design, aus dem Divine Design einzusteigen und zu erkennen, wie du die Welt verändern kannst mit all deiner Kraft, all deiner Power, mit all deinem Sein und nicht mit all deinem Tun. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Bis dann. Bye.